Halberstadt brennt. Die dritte Auflage von Werner Hartmanns Buch. Der 8. April 1945. Ein tiefer Einschnitt in die Struktur der Stadt Halberstadt. An diesem Tag bombardierten 215 bis 17 Kampfbomber die über 1000-jährige Bistumsstadt und legten sie in Schutt und Asche. Zwei Drittel des Stadtzentrums von Halberstadt wurden völlig zerstört. Über 2000 Menschen fanden den Tod. Als Zeitzeuge berichtet Werner Hartmann in seinem Buch Halberstadt brennt von den Geschehnissen zu dieser Zeit. Ein wichtiges Zeitdokument und es geht bereits in die dritte Runde mit der dritten Auflage. Ja, das ist vielleicht ein Zeitdokument, wie es selten gibt, über ein ganz schlimmes Ereignis in Halberstadt, die Zerstörung der Stadt, übrigens die dritte Zerstörung der Stadt. Erste war etwa 1979 bereits, zweite war im 30er Kriege, da kam natürlich die DDR-Zeit, aber später der und die kam das hier, 8. April. Das ist vielleicht ein Dokument, weil es in der Vielfältigkeit, in der Aussagekraft viel, sehr groß ist und sehr kräftig ist. Werner Hartmann hat den Angriff miterlebt. Allein durch dieses Ereignis veränderte sich das Erscheinungsbild der Domstadt grundlegend. Viele Gebäude wurden zerstört und die Struktur sollte nicht mehr so sein, wie sie es einmal war. Ja, das stimmt. Die Stadt hat sich völlig gewandelt. Wir waren eine anerkannte alte deutsche Fachwerkstatt. Wir hatten ja über 1600 Fachwerkhäuser. Allein an der Zahl, die wir heute haben, wir haben rund 250 noch heute, sieht man schon, wie der Zerstörungsgrad in Halberstadt war. Die Stadt brannte ja wie Zunder. Altes Fachwerkhäuser, die aus dem 16., 17., 15. Jahrhundert stammten. Und die brannten natürlich wie nichts und blieb also nichts übrig. Und darum ist die Stadt leider so dezimiert worden durch den Angriff. Und wir haben eine völlig neue Stadt erhalten, die zwar auch ganz schön geworden ist, aber mit der eigenen Schönheit kommt sie natürlich nicht mit. Zum ersten Mal wurde dieses Buch bereits zur Zeit der DDR veröffentlicht. In Anbetracht der damaligen Umstände kein selbstverständliches Unterfangen. Doch auch damals bekam die Dokumentation der Bombardierung Halberstadts gutes Gehör und wurde verbreitet. Ja, ich habe das Buch bereits geschrieben in den 50er Jahren oder 60er Jahren. Es war damals eine der seltenen Dokumente über diese Zeit. War ja damals ein bisschen kritisch gegen die Alliierten, was zu sagen. Aber es war damals schon ein Erfolg. Ja, es war nicht sehr umfangreich, es waren die Anfänge. Aber es ist von der Parteizeitung sogar, von der SED, veröffentlicht worden in einer eigenen Auflage. Also es kam damals gut an, auch. Ganz alleine hat Werner Hartmann diese dritte Auflage nicht umgesetzt. Gemeinsam mit dem Geschichtsverein Halberstadt konnten sich neue 500 Exemplare des Buches drucken lassen. Für den Verein eine einfache Entscheidung. Wir halten es für ganz wichtig, dass solch ein einschneidendes Ereignis in Halberstadt auch einer breiten, interessierten Bevölkerung zugänglich gemacht wird. Und Werner Hartmann hat mit diesem Buch und mit seinen Recherchen über viele Jahrzehnte, muss man sagen, eine Grundlage geschaffen, die auf einer sehr fundierten Datenlage beruht. Und das zu erhalten, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, war uns wichtig. Und wir wollten natürlich auch das Lebenswerk von Werner Hartmann mit dokumentieren, unterstützen die Publikation dazu und einer, wie gesagt, breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Klientel ist dabei sehr gefächert. Ein großes Interesse besteht an dem Buch, trotz dessen es schon vor 60 Jahren veröffentlicht wurde. Der Grund dafür wird die Neugier junger Leute sein, die die Vergangenheit erforschen wollen, um die Zusammenhänge der damaligen Zeit zu verstehen. Ja, das ist sehr erfreulich, dass mit jeder Neuauflage dieser Publikation sich immer wieder ehemalige Halberstädter oder auch Halberstädter melden und Herrn Hartmann ihre Erinnerungen zur Verfügung stellen. Und solche Zeitzeugendokumente sind natürlich unheimlich wichtig, um auch zu zeigen, wie die einzelnen oder verschiedene Bewohner in Halberstadt diese Situation wahrgenommen und erlebt haben. Und es sind vielfach auch Erinnerungen von Menschen sehr unterschiedlichen Alters.
Vielleicht liegt das daran, dass die ältere Generation, die Zeitgeneration, die ausstirbt und die Enkel und die Kinder dieser Zeitzeugen interessieren sich dafür, weil zum großen Teil ihre Eltern oder Großeltern umgekommen sind beim 8. April 1945 und wollen die wissen, wieso, wie kam die da um, wieso war das. Das ist vielleicht ein Grund dafür. Für Halberstadt ein einschneidendes Ereignis, welches dokumentiert gehört. Mittlerweile sind viele Zeitzeugen im fortgeschrittenen Alter oder schlichtweg verstorben. Werner Hartmann ist mit seinen stattlichen 90 Jahren jedoch noch sehr fit und hat noch einiges in Planung. Ja, ich bin jetzt schon wieder dabei bei was Neuem. Ich bearbeite jetzt die Harzgewässer, alle Harzgewässer, die es gibt, mit den Stammbäumen, woher die Flüsse ihre Zuflüsse haben und wohin die Flüsse dann wieder münden, Nordsee oder Ostsee, meistens Nordsee. Ich habe viele Objekte noch, die ich in Angriff nehme. Ich habe zum Beispiel eine Arbeit gemacht über zerstörte Kirchen von 1880 bis 1980. Das kommt mir daraus, über 2.500 Kirchen, die deutschlandweit und österreichisch durch Kriege, durch Brände zerstört worden sind. 2.500 Kirchenräume, kann man sich kaum vorstellen. Und solche Sachen bearbeite ich nach und nach. Noch kann ich ja. Wie Sie sehen können, können Sie von dem Halberstädter Schriftsteller noch einiges erwarten. Übrigens gibt es derzeit noch eine Ausstellung über Werner Hartmann im Städtischen Museum. Leider bekam sie durch die Corona-Pandemie sehr wenig Aufmerksamkeit und konnte nicht besucht werden. Ein Besuch lohnt sich jedoch, bevor die Ausstellung wieder schließt.